Am Samstag wurden bei der Sportgala in der Luise-Alberts-Halle die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Die WDR-Moderatoren Kerstin von der Linden und Uwe Schulz führten durch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Den Anfang machte der Schweizer Speed-Jongleur Claudius Specht. Danach folgte der Auftritt des Oberhausener Kunstturnteams. Außerdem begeisterten die Athleten des Schmachtendorfer Leistungszentrums mit einem Höhepunktprogramm der vergangenen 15 Jahre. Highlight hierbei war die atemberaubende Ringshow von Michael Donsbach und André Röse. Premiere feierte dieses Jahr Anne Klinge. Sie faszinierte mit ihrem Fußtheater. Dann nahmen die Athleten und Athletinnen ihre Auszeichnungen entgegen. Den Anfang machte dabei Schwimmerin Michelle Lambert. Oberbürgermeister Daniel Schranz überreichte der Oberhausenerin die Urkunde und den dazugehörigen Scheck. Dann folgten die Meiners Oberhausen. Diese hatten sich nach 2 Aufstiegen in Folge die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres mehr als verdient. Max Meyer, der wegen des Sonntagsspiels des FC Schalke leider nicht anwesend sein konnte, wurde als Sportler des Jahres ausgezeichnet. Danach beeindruckte Kira Paas noch mit ihrer Tuchakrobatiknummer. Außerdem brachte die Band Hit Radio Show das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen. Mehr zu den einzelnen Gewinnern gibt es im Laufe der Woche hier bei OTV.